Hallo, willkommen zu einer neuen Folge 7P Ranch Talk. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt wieder wie gewohnt bei uns auf der Ranch, weil die Temperaturen draußen wieder angenehm sind. Ich freue mich sehr, heute wieder Dr. Markus Aschenbrenner bei mir auf der Couch begrüßen zu dürfen. Hallo Markus. Hallo Kerstin. Heute geht es um das Thema zeitgemäße selektive Entwurmung. Es ist ein sehr wichtiges Thema und ich finde, man muss da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit betreiben, weil bei uns im Kundenklientel noch relativ viel Unwissenheit herrscht auf die Kurse. Die Leute haben nicht so die Verbindung zum Entwurmen oder überlassen das oft den Stallbetreiber und kümmern sich nicht. Und darum unterhalten wir uns heute einfach mal ausführlich über dieses Thema. Markus, jetzt erklär mir erst einmal, wieso muss man ein Pferd überhaupt entwurmen? Vielleicht erlaubst du mir vorher noch eine kleine Bemerkung. Danke erstmal für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Und ich durfte ja schon einmal hier sein und ich muss ein großes Kompliment aussprechen. Ich schaue mir eure ganzen Gesprächsrunden alle vollständig an zu Hause und ich bin total begeistert, wie ihr das hier managt und wie ihr das auch wuppt, weil es ein ziemlich großer Aufwand ist, wenn man das alles so selber miterleben darf. Und du bist eine hervorragende Moderatorin, muss ich auch mal ein Kompliment aussprechen. Das kriegt man meistens selten, gell? Aber ist einmal gesagt. Danke sehr. Einmal wichtig. So, und jetzt nochmal deine Frage. Entwurmung. Wieso ist es eigentlich wichtig, dass wir unsere Pferde entwurmen? Ja, also die Pferde, die haben eigentlich alle Würmer. Das muss man einmal so sagen. Mhm. Es gibt kein Pferd, was wurmlos ist. Das ist einfach in der Natur so gegeben, dass die Parasiten mit dem Pferd leben, dass die aufgenommen werden, die entwickeln sich im Pferdekörper und werden entweder vom Immunsystem dann wieder beseitigt oder sie werden zum Teil ausgeschieden in Form von Eiern. Und das ist der Grund, warum man, wenn Pferde jetzt irgendwie selber vom eigenen Körper, vom eigenen Immunsystem her nicht fertig bringen, die Parasiten zu beseitigen, dann muss man nachhelfen, indem man sie entwurmt. Und jetzt ist eigentlich ganz lang so gewesen, dass man zwei, drei, vier Mal im Jahr entwurmt, also pauschal. Man sagt im Sommer vielleicht ein bisschen stärkere Richtung Winter, Frühjahr war es immer so ein wenig die leichtere, so zu meinen Anfangszeiten. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Wieso ist es für die Pferde unter Umständen nicht so gut, wenn man jetzt einfach sagt, pauschal, ich entwurm viermal im Jahr? Gut, also bis vor ungefähr 10 Jahren, also war das die einzige Möglichkeit, wo man gesagt hat, man muss ja was tun und wenn man es nicht genauer weiß, dann entwurmt man eigentlich pauschal viermal im Jahr. Seit 10 Jahren gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die festgestellt hat, dass man mit speziellen Code-Untersuchungsmethoden, die auch quantitativ funktionieren, die Möglichkeit hat, festzustellen, ob man ein Pferd jetzt entwurmen muss oder nicht, aufgrund des Befalles. Das war bis vor 10 Jahren, ich sage jetzt mal ungefähr 10 Jahren, da lege ich mich jetzt nicht fest auf ein Jahr hin und her, da war das nicht möglich. Und aus dem Grund hat man halt pauschal viermal im Jahr entwurmt. Manche entwurmen zweimal oder nur einmal. Und das ist eindeutig zu wenig. Also wer bei dieser pauschalen Entwurmungsmethode bleiben möchte, der sollte mindestens viermal im Jahr entwurmen. Und wieso ist es jetzt so wichtig, dass wir sensibilisieren auf das Thema, dass es sinnvoll ist, Kotproben zu sammeln, die in ein spezielles Labor zu schicken? Auf was steuern wir hin? Genau, also es ist so, dass diese Studien, die gemacht worden sind, die haben herausgefunden, dass eigentlich in einem Pferdebestand eine bestimmte Menge an Pferden eigentlich gar keine Entwurmung bräuchte. Mhm. Und das ist eigentlich der größere Teil. Ich glaube, 70% der Pferde eines Bestandes bräuchte eigentlich nicht entwurmt werden, weil diese Pferde mit ihrem eigenen Körper, mit ihrem eigenen Immunsystem es schaffen, die Parasiten selber zu bekämpfen und zu beseitigen. Und die anderen 30%, die schaffen das nicht. Mhm. Das heißt, die scheiden dann die Eier aus und infizieren die anderen auch wieder mit.
Und mit der Überlegung ist es durchaus sinnvoll, dass man die 30% entwurmt und die anderen vielleicht gar nicht entwurmen muss. Und wenn wir weiterhin, also ich möchte jetzt kurz auf die Resistenzen zu sprechen kommen, weil das ist mit ein Hauptgrund, wieso es auch wichtig ist. Also natürlich, jede Wurmkur ist ein Gift, das heißt, sie belastet das Pferd als auch die Umwelt. Aber vor allem geht es um die Resistenzen, die sich bilden, wenn man einfach nur irgendwie entwurmt. Genau, also Resistenzen ist ein ganz, ganz großes Thema und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, einer der Hauptgründe, warum die zeitgemäße und selektive Entwurmung eingeführt wurde. Denn ich erinnere mich noch, vor 10 Jahren haben wir im Rahmen unserer Praxis hier schon ein Aufklärungsseminar gemacht. Mhm. Und da hatten wir eine Expertin, die auch maßgeblich an der Entwicklung der selektiven Entwurmung beteiligt war, einen Vortrag gehalten. Und das liegt mir heute noch in den Ohren, wie die gesagt hat, wir stehen, was Resistenzen betrifft, mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, wenn die Wirkstoffe, die wir jetzt zur Verfügung haben, nicht mehr wirken, dann haben wir ein Problem. Mhm. Dann können wir die Pferde eigentlich nicht mehr vor den Parasiten schützen. Mhm. Und wichtig dazu ist zu sagen, dass in der Forschung und in der Pharmaindustrie nichts bekannt ist, dass irgendwie neue Parasitenmittel entwickelt werden. Und von dem Punkt macht es tatsächlich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Das heißt, im allerschlimmsten Fall könnte es so sein, dass mein Pferd Würmer hat, aber der resistent gegen sämtliche Wurmkuren ist, weil ich mich nicht gescheit gekümmert habe und dadurch ja halt ein großer Wurmbefall in meinem Pferd entsteht. Genau. Und das kann man dann im Prinzip nicht mehr retten. Mhm. Jetzt gehen wir mal kurz ein auf die zeitgemäße selektive Entwurmung. Kannst du das kurz erklären, wie das abläuft? Wie oft muss man Proben sammeln? Wie groß sind die Proben? Wie macht man das am besten? Wie beginne ich, wenn ich jetzt sage, hey, ja, ich möchte meinem Pferd was Gutes tun? Wie kann ich damit beginnen? Ja, also der erste Schritt ist eigentlich, man müsste sich einen Tierarzt suchen, der einen dafür betreut. Mhm. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich an die Regeln, dass man sich genau an die Regeln hält. Mhm. Denn wie eigentlich jedermann weiß, eine wissenschaftliche Studie und auch ein wissenschaftliches Ergebnis kann ich nur zusammenbringen, wenn ich mich an die Regeln dieses Versuchsaufbaus auch halte. Ich kann nur am Schluss sagen, ich muss das Tier nicht entwurmen, wenn ich mich vorher an die Regeln gehalten habe. So, und dazu brauche ich jemanden, der mir hilft, diese Regeln einzuhalten. Und da sehe ich in der Praxis einen sehr bequemen Weg, sich einen Tierarzt zu suchen, der sich damit beschäftigt hat und der auch genau weiß, wie das abläuft. So, und dann, wenn man das einmal gemacht hat, wenn man den gefunden hat, dann läuft das eigentlich. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert dann. Und ablaufen tut es folgendermaßen. Man bekommt mit dem Tierarzt eigentlich auch schon gleichzeitig dann das Labor oder die Labore geliefert, in Anführungsstrichen, denn der weiß, welche Labore auf diese Art der Kotuntersuchung spezialisiert sind. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man solche Labore dafür nutzt, denn alle anderen Labore, die sind dafür nicht geeignet. Das muss man einfach so sagen. Oder auch das Mikroskop zu Hause beim Tierarzt im Labor, womit man früher die normalen Parasiten-Kotuntersuchungen gemacht hat, das ist auch nicht dafür geeignet. Okay. Man braucht wirklich diese speziellen, in diesen Studien entwickelten Kotuntersuchungsmethoden. Mhm. So, und dann schickt man einfach als Pferdebesitzer Kot von seinem Pferd in das Labor hin. Und dann bekommt der betreuende Tierarzt bekommt dann das Ergebnis, der ruft den Kunden oder den Pferdebesitzer an und interpretiert den Befund, erklärt ihm, was dabei rausgekommen ist, ob ein Handlungsbedarf ist oder nicht. Mhm. Wenn ein Handlungsbedarf ist, dann wird auch genau erklärt, wie entwurmen, womit. Mhm. Und dann wird einfach der weitere Weg besprochen. Wenn entwurmt werden muss, dann sind halt nachher auch die weiteren Regeln einzuhalten, dass man eine Wirksamkeitskontrolle machen kann
Und diese Wirksamkeitskontrolle, die ist genau der Punkt, wo wir gerade schon geredet haben, dass man rausfindet, ob ein Wirkstoff auch noch wirkt. Und das macht man wie oft im Jahr? Man fängt an, wenn man einsteigt, dann gibt es die sogenannten Monitoring-Jahre, wo man sagt, also da muss man einfach mal das Gefühl dafür kriegen, was ist in dem Bestand oder in dem Pferd überhaupt los, was kreucht und fleucht da rum an Parasiten. Da geht man her und macht das 4-mal im Jahr. Und vielleicht 1 bis 2 oder auch 3 Jahre, hängt eigentlich alles so ein bisschen auch von den Umständen ab. Und danach kann man dann sehen, wenn Regelmäßigkeiten auftreten, die immer gleich sind und sich immer wiederholen, dann kann man anfangen, die Anzahl der jährlichen Untersuchungen zu reduzieren. Auf 2-mal am Schluss. Also ich muss da sagen, wir sind ja betreut von euch, von deiner Praxis, und das läuft wie am Schnürchen. Ich kriege eine E-Mail, so, jetzt ist wieder fällig, bitte Code sammeln. Dann ja, sammeln wir den Code und 2-3 Tage später, nachdem wir es losgeschickt haben, kriegen wir schon das Ergebnis. Und ich bin wirklich ein absoluter Fan davon, weil wir haben im Schnitt 12 Pferde, die immer bei uns sind, die auch immer gesammelt werden. Also der Bestand, der fest bei uns ist. Und wir haben maximal 1 bis 2 Pferde, wenn überhaupt, pro Sammeln, die dann wirklich entwurmt werden müssen. Und das, also wenn ich einfach überlege, was ich Wurmkuren gespart habe für unsere Pferde jetzt in den letzten Jahren, das ist enorm. Und darum ist es mir ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir eben da aufklären, dass wir erzählen drüber, weil es kursiert ganz viel auch im Internet. Da bin ich mal stutzig geworden. Da war ein Artikel drin, dass angeblich ein Pferd dann gestorben ist, das selektiv entwurmt worden ist. Die genauen Hintergründe kann man nicht rauslesen, weil man nicht weiß, wer hat gesammelt, wie ist gesammelt worden, mit welchem Labor, welcher Tierarzt. Was wir aber noch klären könnten ist, da stand zum Beispiel drin, dass gar nicht alle Wurmarten im Code festgestellt werden können. Ist das so? Genau, das ist so. Also es gibt tatsächlich ein paar Parasiten, die man nicht im Code feststellen kann. Und das, wenn man es beim Namen nennt, sind es eigentlich hauptsächlich die Magendasseln und auch die Oxyuren, die, oder auch Pfriemenschwänze genannt. Die Magendasseln, die besiedeln den Magen und kommen deswegen weniger in den Kot. Und die Oxyuren, die legen ihre Eier hinten im Analbereich ab und leben auch da hinten in dem Bereich. Und die kann man aber mit dem Auge feststellen, indem man bei der Hygiene, manchmal putzt man den Popo ja vom Pferd auch aus, wenn da irgendwelche Schleim Fäden sind oder auch Juckreiz, Entzündungserscheinungen festgestellt werden oder das Pferd sich auch häufiger mit dem Popo hinten juckt in der Box drin an der Wand. Das sind so Zeichen, wo man dann einfach auch den Verdacht bekommen kann durch die Symptomatik und dann kann man, wenn man mit seinem betreuenden Tierarzt das bespricht, über weitere spezielle Untersuchungsmethoden dann diese Diagnose stellen. Und bei den Magendasseln ist es so, da muss man auch die Augen aufmachen. Die Magendassel, die werden eigentlich durch die Dasselfliegen verbreitet. Die legen ihre Eier am Pferd, an Bereichen des Pferdes ab. Und die Bereiche, wo die Pferde mit dem Kopf hinkommen und diese Eier dann mit der Zunge ablecken können, die gelangen dann ins Pferd und entwickeln sich dann über einen bestimmten Zyklus bis hin zu den Dasseln, die dann im Magen die Schleimhautentzündungen hervorrufen. Genau. Und hier ist halt die Betonung der zeitgemäßen und selektiven Entwurmung, dass man eigentlich auch wissen muss, auch die Sinne des Pferdehalters sind wichtig und auch das ist Aufgabe des betreuenden Tierarztes, dass er die Pferdebesitzer darauf hinweist, wie erkenne ich es, Fotos zeigt, wie schauen die Eier aus, wie schaut so ein entzündeter Analbereich aus und dann, wenn sowas dann passiert, dann kommt sofort der Anruf, was soll ich tun?
Und dann erklärt man das und dann bespricht man das weitere Vorgehen. Dann kann man eben entsprechend darauf reagieren. Gibt es ein Alter oder ab welchem Alter kann man denn zeitgemäß selektiv entwurmen? Gibt es da eine Empfehlung deinerseits? Also grundsätzlich, soweit ich das zum heutigen Zeitpunkt weiß, gilt diese normale Regel, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, ab dreijährig mit Labors, mit denen wir zusammenarbeiten, bekommen wir aber immer wieder modernere und neuere also Ansichten mitgeteilt. Also da kursiert mittlerweile aus Erfahrungsgründen der Wert, dass man auch jüngere Pferde sehr gut mit selektiver Entwurmung vorbeugen kann. Allerdings sollte man in den früheren Jahren vor dreijährig die Abstände der Untersuchungen kleiner wählen, also so im 2-Monate-Rhythmus, und dann kann man die nachher wieder verlängern. Okay. Und wenn es jetzt ein großer Stall ist, sagen wir mal, das ist eine Riesenherde, kann man dann da, also ist das handelbar für große Herden und muss da jeder mithelfen oder wie könnte es ausschauen, wenn man jetzt einen Stall hat, wo 30 Pferde zusammenstehen? Ja, das ist eigentlich immer schon so eine Fragestellung gewesen, dass es erstmal kompliziert erscheint, das überhaupt irgendwie hinzubekommen. Und was sehr wichtig ist in so einem Stall allerdings, man sollte jede Kotprobe jedem einzelnen Pferd zuordnen können nachher. Dann hat man eigentlich die ganze Breite der Vorteile von dieser ganzen Untersuchung. Im Prinzip braucht man bloß das Hirn einschalten. Wenn man jetzt einen Stall hat, wo alle Pferde unterschiedliche Besitzer haben, dann ist es eigentlich sehr einfach zu regeln, indem man zum Beispiel in der Gruppe sagt, wir machen an dem und dem Tag den Kotsammeltermin. Bitte, jeder Pferdebesitzer kümmert sich selber darum, dass vielleicht am Mittag in der Kühlbox, die da irgendwo im Stall ausgestellt wird, jeder seinen Beutel mit den Kotproben hineinlegt. Wenn man sein Pferd von der Koppel holt und man hängt es irgendwo an und putzt es, dann kackt fast jedes Pferd mal dazwischen und dann hat man das schon. Für den Fall, dass jetzt ein Stallbetreiber 40 Pferde hat und er ist alleine, dann lohnt sich es vielleicht, dass man das vielleicht mit dem Tierarzt gemeinsam macht, dass man halt mit dem Rektalhandschuh jedes Pferd einmal, dass man den Kot direkt aus dem Rektum rausholt, oder man bringt dem das bei, dass es vielleicht selber machen kann und gibt dem eine Packung Handschuhe oder so. Okay. Dann ist es auch sehr gut machbar. Also eigentlich auch für große Bestände, wenn man entsprechend das Management macht, handelbar und umsetzbar. Super, und jetzt würde mich natürlich nur interessieren, was kommt dir in der Praxis draußen? Also was begegnet dir? Ist das schon sehr, sehr üblich, dass man selektiv entwurmt? Oder hast du noch ganz viele, die sagen, nee, wir machen das schon immer so mit 4-mal im Jahr? Wie ist es draußen? Ja, da kommen einem schon sehr viele Dinge unter. Also tut es mir fast so ein bisschen leid, dass eigentlich sehr viel Ablehnung ich erlebe draußen. Also ich bin ja ein Mensch, der immer fürs Wohl und für den Schutz des Pferdes kämpft. Und deswegen ist von Anfang an für mich diese Methode in Frage gekommen. Auch wenn ich jetzt sagen kann, mein Wurmkuhgeschäft hat darunter sehr gelitten. Ich habe früher sehr, sehr viele Wurmkuhen im Jahr verkaufen können. Und es sind jetzt ganz, ganz wenige, aber das ist mir egal, weil mir gehen die Pferde vor. Ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass sehr viele Pferdebesitzer, die ja ihre Pferde offensichtlich lieben, so denken. Aber ja, es ist nicht so stark, wie ich es mir gedacht habe. Zum einen sind Pferdebesitzer, die haben Angst, dass zu viele Kosten auf sie zukommen, und dann gibt es auch Stallbesitzer, die möchten das auch nicht zur Pflicht machen, einfach aus Bequemlichkeitsgründen, dass sie nicht zu viel Mehrarbeit haben, dass sie vielleicht die Einsteller nicht verärgern und so weiter.
da ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit erforderlich. Es ist eigentlich alles nicht so schlimm. Man muss einfach über alles reden und einfach bitte anrufen, fragen, und wir können es auf jeden Fall gerne jederzeit erklären. Vielen Dank. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es kein großer Aufwand ist. Also in der Regel sammelt ich mit unserer Mitarbeiterin zusammen, und es ist ja relativ schnell passiert, dass man von den entsprechenden Pferden das sammelt, dann beschriftet man das. Man kriegt sogar, wie es bei uns ist, von der Tierarztpraxis das Formular zugeschickt. Das kann ich am PC ausfüllen, ich drucke das aus, dann schmeißen wir es in die Post und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Also es gibt für mich nicht die Ausrede, dass das zu aufwendig ist. Kostentechnisch, ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen teurer, als wenn man einfach viermal im Jahr entwurmt. Aber wie gesagt, die Resistenzen sind nicht zu unterschätzen. Wenn wir dann irgendwann kein Präparat mehr haben und die Pferde einfach von vorn bis hinten verwurmt sind, dann wird das Geschrei wahrscheinlich losgehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir sensibilisieren auf das Thema, dass man sich jetzt Gedanken macht und nicht wartet, bis es zu spät ist. Wir bieten es auch unseren Kunden an, wenn die möchten, dass wir in der Zeit, in der die Pferde bei uns sind, selektiv entwurmen, ist das kein Problem. Ich sammle gerne den Code und schicke das ein, weil eben, wie du sagst, es ist so wichtig für die Pferde, dass wir da aktiv werden und eben ja, fortschrittlich denken. Wer jetzt noch Infos haben möchte, wir blenden euch natürlich die Tierarztpraxis Dr. Markus Aschenbrenner ein. Wenn die nicht im Einzugsgebiet sind, könnten die sich trotzdem melden und ihr könnt Kontakte herstellen, oder? Also das ist eine gute Frage. Mhm. Diese ganze Aktion Selektiv Entwurmung, da braucht man nicht einen persönlichen Kontakt. Also okay. Wichtig ist, dass man ein Gefühl für den Bestand bekommt. Mhm. Das kann man im Gespräch sehr gut ermitteln, mhm, über Fotos, Videos oder auch mal einen Besuch, mhm, bei dem Kunden. Man kann das wirklich über den Postweg alles klären, weil das ist nämlich auch so ein Thema. Früher hat der Tierarzt die Kotproben mitgenommen, mhm, wenn Kotuntersuchung angestanden ist. Und jetzt ist es eigentlich so, dass jeder seine Kotproben direkt zu dem betreuten Labor schickt, mhm, und das Labor schickt dann uns die Ergebnisse und dann schließt sich der Kreis, dass wir die Kunden wieder weiter informieren. Genau. Also jeder, der jetzt Interesse hat oder sich beraten lassen möchte, kontaktiert gern die Praxis und ja, werdet tätig für die Pferde, dass wir alle ja, möglichst lang ohne entsprechende Resistenzen unsere Pferde halten können. Markus, ich danke dir ganz herzlich für das informative Gespräch. Ich hoffe, euch hat der Talk gefallen. Für mich war es ja, super, einfach das Ganze nochmal deutlich zu machen, und wir sehen uns beim nächsten Talk.